Ich habe heute mal eine Frage am Anfang an die Kinder, aber auch die Erwachsenen. Mal gucken, ob euch da was einfällt. Was kann ein Erwachsener von einem Mädchen lernen? Oder von einem Jungen? Oder vielleicht sogar von einem Baby? Habt ihr eine Idee? Gibt es was Erwachsene von Kindern lernen können? Wer hat eine Idee? Ich habe hier ein Mikro, kann man es reinsagen? Einfach geschwind zeigen. Was können Erwachsene von Kindern lernen? Leben im Moment. Das Leben im Moment? Ja, weiteres? Vielen Dank. Ah ja, da, genau. Motzen? Ah ja, manchmal muss man motzen, das ist eigentlich richtig, genau. Nicht alles in sich reinfressen, sondern auch sagen, was man denkt. Genau. Was fällt euch noch ein? Hier waren auch noch. Die Begeisterungsfähigkeit. Unvoreingenommenheit. Also ganz viele Gedanken, vielleicht fallen euch noch mehr Sachen ein, aber sonst gehen wir immer so davon aus, dass die Kinder viel lernen müssen und von den Erwachsenen viel lernen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Erwachsenen auch, dass wir Erwachsene von den Kindern was lernen können oder ganz viel lernen können. In der Geschichte heute, die ich erzählen will von Jesus aus der Bibel. Da geht es um ein paar Kinder und um einen Haufen Erwachsene. Und wir wollen mal schauen, ob die Erwachsenen da auch was von den Kindern lernen können. Jesus, das ist der Blaue hier in der Mitte. Jesus, der hatte, glaube ich, einen langen Tag. Er hat mit vielen Leuten geredet und er war gerade in einem Gespräch vertieft mit Gelehrten, mit weisen, klugen Männern. Und dann kommen da plötzlich ein paar Mamas mit kleinen Babys an. Und sie hoffen, dass Jesus ihre Babys segnet. Deshalb kommen sie zu ihm. Die wissen, dass Jesus ein kinderfreundlicher Mensch ist. Aber die Jünger von Jesus, die Freunde von Jesus, die halten sie an und sagen, halt, was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Jesus hat keine Zeit für Babys, setzt euch mal dahin, dann steht ihr hier nicht im Weg rum. Und dann kommen vielleicht ein paar Mädchen angelaufen, die wollen auch zu Jesus hin. Sie rennen fröhlich auf Jesus zu und halt, sagen wieder die Jünger, die Freunde von Jesus. Was denkt ihr eigentlich, was ihr hier macht? Wollt ihr Jesus ärgern? Jesus hat jetzt keine Zeit für Mädchen. Setzt euch hin, seid leise, solange Jesus mit den Erwachsenen redet. Und dann kommt ein Junge angefahren mit seinem Skateboard und will zu Jesus und wieder geht es los. Halt, was denkst du eigentlich, was du da tust? Jesus hat keine Zeit für Jungs und er ist auch kein Freund von Skateboards. Setz dich dahin und sei still, solange Jesus mit den Erwachsenen redet. Und so geht es und plötzlich merkt Jesus, was da eigentlich passiert und was seine Jünger tun. Und dann wird Jesus wütend. Was denkt ihr denn, was ihr da tut, sagt er zu seinen Jüngern. Hindert doch die Kinder nicht dran, dass die zu mir kommen. Das ist schön, wenn die Kinder kommen. Für Leute wie sie, für Leute, die wie Kinder sind, ist Gottes Reich da. Setzt ihr euch mal dahin und schaut euch die Kinder an, dann seht ihr, wie man nur in Gottes Reich hineinkommt. Und dann kommen die Mamas und bringen ihre Babys zu Jesus und Jesus nimmt sie auf den Arm und segnet sie. Und dann rennen die Mädchen zu Jesus und er umarmt sie und segnet sie. Und dann kommt ein Junge angefahren, der mag es nicht so, wenn man ihn in den Arm nimmt, aber Jesus segnet ihn trotzdem, weil für Leute wie Kinder ist das Reich Gottes da, sagt Jesus. Und wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, fügt er dazu, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, dann werdet ihr nicht in Gottes Reich kommen. Für Leute wie Kinder ist Gottes Reich da. Wenn ihr nicht wie Kinder werdet, werdet ihr nicht in Gottes Reich kommen. Sehr lustig, der Jesus, oder? So in das Gehen. Kind werden. Habt ihr schon mal versucht? Könnt ihr ja mal probieren. Kann doch nicht wieder klein werden, wenn ich groß bin, oder? Geht es? Kann doch nicht wieder ein Kind werden, wenn ich mal erwachsen bin. Also was soll das heißen, lieber Jesus, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, dann werdet ihr nicht in Gottes Reich kommen. Kann man jetzt viel dazu sagen? Ich beschränke mich auf eine Sache, einen Aspekt, den ich da rausgreife. Es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben. Glauben heißt eigentlich nichts anderes als Vertrauen. Vertrauen und Glauben, das meint im Grunde dasselbe. Vertrauen und auch Glauben bedeutet,
sich auf jemand verlassen, sich ganz auf jemand verlassen. Wenn ich jemand vertraue, dann verlasse ich mich auf ihn, verlasse ich mich auf sie. Und das tun Kinder in der Regel. Unvoreingenommen sein, haben wir gerade gehört, und auch andere Dinge. Aber das ist auch Vertrauen, unvoreingenommen sich verlassen auf uns Erwachsene. Wenn ein Kind auf den Baum klettert, vorne immer beliebt, vor der Kirche, sage ich jetzt lieber nicht so laut, und unten steht die Mama und sagt, spring, ich fang dich auf, dann springt es der Mama in den Arm, das Kind. Wir Erwachsene sind da in der Regel zögerlicher, oder? Beim vom Baum springen, beim Springen überhaupt, beim Vertrauen überhaupt sind wir zögerlicher. Wir haben gelernt, dass wir oft enttäuscht werden, wenn wir uns auf jemanden verlassen, die gute Freundin in der Schule, die plötzlich nichts mehr von mir wissen will, der Partner, der mich betrogen hat oder die Partnerin, der Chef, der was verspricht und dann hält er es nicht. Viele sind von der Kirche enttäuscht. Und dann werden wir zurückhaltender mit unserem Vertrauen. Dann springe ich nicht jedem einfach in den Arm. Dann versuche ich mich abzusichern. Frage, wird mein Vertrauen nicht auch da wieder enttäuscht, wenn ich mich drauf einlasse? Oder werde ich gehalten, aufgefangen, wenn ich mich fallen lasse oder nicht? Vertrauen ist gut, Kontrolle, Sicherheit wäre aber besser. Mit jeder Enttäuschung, die ich erlebe, wird das Vertrauen schwerer. Das gilt gegenüber Menschen, das gilt aber auch gegenüber Gott, oder? Mal fragen. Fragen viele, vielleicht fragst du dich auch, ist Gott vertrauenswürdig? Stell dir vor, du stehst am Rand von einer Klippe und siehst auf die Bereiche deines Lebens, die du nicht beherrschen kannst. Und dann hörst du, dass Gott sagt, vertrau mir und spring. Der Philosoph Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph, der hat das mal den Sprung ins Absurde genannt. Den Sprung ins Absurde. Es ist ein Springen, ohne dass ich die Landung sehe oder wo ich lande. Ein Abheben, ohne dass ich weiß, ob die Flügel auch tragen, ein sich fallen lassen, ohne die Sicherheit, dass ich aufgefangen werde. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Sich fallen lassen, ohne sicher zu sein, dass man aufgefangen wird. Ich kann nur, wie das Kind, wenn es vom Baum springt, ich kann nur in dem Vertrauen springen, dass Gott mich auffängt und dass er mich trägt. Wir haben unsere vier Kinder getauft, die Clara und den Lukas und die Ann-Sophie, die Jana. Wir haben das getan, damit sie zu Jesus gehören, als Zeichen, dass sie Christen sind. Wir haben es auch getan, weil wir ihnen damit Gottes Segen mitgeben wollen. Wir haben ja ihr Leben auch nicht in der Hand, dass es gut wird, dass sie einen guten Weg finden. Wir hoffen das sehr und wir wünschen das unseren Kindern, wir wünschen das diesen vier Kindern auch von ganzem Herzen und tun auch unser Möglichstes dafür, Eltern und Paten und alle, die mit dabei sind. Aber in der Hand haben wir es nicht. Und deshalb vertrauen wir sie auch Gott an. Wir vertrauen Gott, wir glauben, dass er sie durchs Leben trägt. In guten Zeiten und auch in den schwierigen. Und dass er auch uns selber trägt. So vieles haben wir ja selber auch nicht in der Hand. Freundschaften und Beziehungen, die Gesundheit, einen guten Arbeitsplatz, wenn alles läuft, okay. Aber wenn da plötzlich was zerbricht, kann ich auch dann Gott, kann ich auch dann Jesus vertrauen? Kann ich dann in seine Arme springen, mich auf ihn verlassen? Manche ziehen sich dann einfach zurück. Manche machen aber auch die Augen zu und springen und so und vielleicht nur so erkennen wir, wie man vertrauen, wie man sich ganz auf Gott verlassen kann und dass er, der mir aufträgt, zu springen, zu vertrauen, dass er auch vertrauenswürdig ist. Amen.